Bozen Auditorium in der Dantestraße. Die Aktionäre der Südtiroler Sparkasse haben im Rahmen der Gesellschafterversammlung die Bilanz des vergangenen Geschäftsjahres 2015 genehmigt. Außerdem haben die Aktionäre den Verwaltungsrat und den Aufsichtsrat für den Zeitraum 2016-2018 bestellt. An der Spitze des Verwaltungsrates wurden Gerhard Brandstätter als Präsident und Carlo Costa als Vizepräsident bestätigt. Auch Nicola Calabro wurde als Beauftragter, Verwalter und Generaldirektor bestätigt. Wie bereits mitgeteilt, verzeichnet die Gruppe Südtiroler Sparkasse einen buchhalterischen Gewinn von 4,3 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2015. Der Reingewinn der Gruppe ohne Berücksichtigung des Beitrags an den Bankenrettungs- und Einlagensicherungsfonds beträgt 12,1 Millionen Euro. Genugtuung für die Ergebnisse des letzten Jahres. Sicherlich viel Arbeit noch für heuer. Es wurde vieles erreicht, vieles bleibt zu tun. Ich glaube, man muss jetzt das machen, was jeder Betrieb macht, und zwar rationalisieren, Kosten sparen und Effizienz weiter aufbauen. Schließlich haben die Aktionäre im Lauf der Generalversammlung auch einige Statutenänderungen und die Vergütungspolitik beschlossen. Auch dieses Jahr werden für die Führungskräfte und für die Verwalter keine Sondervergütungen ausgezahlt. In 2015 haben wir alle Ziele erreicht. Wir sind stolz darauf und wir werden noch in 2016 auf diesem Weg weitergehen. Es ist ganz wichtig für uns, auch Teil der notleidenden Kredite verkaufen zu können. So kann unsere Bank auch besser in der Zukunft arbeiten können. Die Vermögenskennzahlen sind nach der Kapitalerhöhung mehr als solide. Auch das Jahr 2016 wird von großen Herausforderungen geprägt sein, besonders auch aufgrund des nach wie vor historisch niedrigen Zinsniveaus mit entsprechenden Auswirkungen auf die Margen. Die Sparkasse muss als Herausforderung leider Gottes faule Kredite abbauen, verkaufen. Aber abgesehen davon muss die Sparkasse eben am Markt effizienter werden, Kunden noch mehr betreuen, verfolgen, Kreditprozesse beschleunigen, Produktangebot verbessern, eine Bank nahe dem Kunden und dem Aktionär sein. Besonders hervorzuheben ist der Zuwachs an Provisionserträgen, der zu den wichtigsten Zielen für die nächsten Jahre zählt. In diesem Segment wurde dank Versicherungs- und Vermittlungsgeschäft das beste je von der Sparkasse erzielte Jahresergebnis erwirtschaftet.